Hallihallo, ihr lieben Fräuleinchens, zu einem neuen Foodhaul von mir. Ich habe gerade eben wieder unseren Wocheneinkauf bei Lidl erledigt. Was wir alles eingekauft haben und was es diese Woche bei uns zu essen geben wird, zeige ich euch wieder in diesem Video und wünsche euch viel Spaß beim Ansehen. Selbstverständlich geht es auch diese Woche wieder los mit dem Wochenplan, aber ich muss mich erstmal bei euch entschuldigen, dass es kein Sonntagsvideo gab. Passiert bei mir ultra selten, aber dieses Mal war leider wieder die Technik schuld. Ich hatte euch einen riesen Rossmann-Haul gedreht, der ging weit über 20 Minuten. Ja, wollte es anfangen zu schneiden und immer wieder ist mein Programm abgeschmiert. Ich dachte, hä, was ist denn los? Weil ich ja vorher schon mal ein Video geschnitten hatte. Naja, auf jeden Fall war leider die Datei beschädigt von dem Rossmann-Haul und da hat mein Programm dann natürlich nicht mitgemacht. Mega ärgerlich, ich hatte nur noch die Dateien tatsächlich fürs Thumbnail. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Drehe ich es euch nochmal neu. Das Problem ist, viele Produkte haben wir halt einfach schon angefangen aufzubrauen, weil wir es halt auch gebraucht haben. Und finde ich überhaupt nochmal alle Produkte, die ich gekauft habe, jetzt hier im Haus? Also es ist schwierig. Ich bin planlos. Keine Ahnung, ihr werdet sehen, ob es noch kommt oder nicht kommt. Verzeiht mir bitte, ey. Ach Mist. Und guck mal, T-Shirt, endlich schönes Wetter. Richtig cool, die letzten 3 Tage waren einfach mega vom Wetter her. Ab morgen wieder 14 Grad. Was soll das, ey? Verrückt, gell? So, wir fangen jetzt mal an mit unserem Wochenplan. Und zwar gibt es bei uns diese Woche einmal Hühnerfrikassee und Reis. Dann gibt es einmal gebratener Reis. Dann haben wir einen Blumenkohl-Brokkoli-Auflauf. Dazu Kartoffeln und Rosenkohl. Volle Dröhnung hier. Dann haben wir einmal Feta-Nudeln. Dann gibt es Spätzle und Salat. Knödel, Rahmsoße und Gemüse wurde sich gewünscht. Und am Sonntag kocht mein Mann wieder. Da gibt es Spaghetti. Genau. So schaut's aus. Diese Woche war es relativ günstig. Ich habe tatsächlich nur 82 Euro bezahlt. Liegt einfach daran, mein Mann ist die Woche nicht mit, weil der so eine Zahngeschichte hat. Und das heißt, ich musste ja quasi nur für die Kinder und mich kochen. Und ich habe es diese Woche jetzt so gemacht, dass ich erstmal den Vorrat durchforstet habe. Ne? Bevor mir jetzt irgendwas kaputt geht, habe ich jetzt halt geguckt, wie ich das irgendwie einbauen kann. Und deshalb, ja, tatsächlich nur 82 Euro. Wer hätte das gedacht, ist auch mal schön, gell? So, und jetzt fangen wir an mit den Kühlprodukten, dass ich die dann gleich eingefrieren kann. Wir haben hier einmal Windbeutel, die gab es tatsächlich mit der Lidl Plus App geschenkt. Ja, richtig cool, die durften mit. Und dann mal im Angebot diese 4er-Pizzen, wie immer Pizza Margarita für 3,49. Die habe ich eigentlich immer ganz gerne in der Truhe und da kann man ja noch beliebig das immer belegen, habe ich euch ja letzte Woche schon gesagt. Wenn es im Angebot ist, nehme ich es einfach immer ganz gerne mit. So, das haben wir für die kleinste einmal Chicken Nuggets. Die hatte sie sich bestellt. Und dann haben wir Meloneneis mitgenommen. Ja, das isst sie total gerne. Das habe ich entdeckt. Das gibt es auch von der Lidl-Marke. Dieses Gelati heißt es, glaube ich. Ja, genau. Und dann testen wir die mal. So, noch mehr TK. Ich muss gucken, wie ich das gleich wieder in die Truhe kriege. Okay. Wir haben einmal mitgenommen, nicht wir, ich war alleine einkaufen. Blumenkohl einmal für den Blumenkohlauflauf. Bevor ihr jetzt wieder fragt, wie ich das mache. Einfach ganz normal so ein bisschen dünstendes Gemüse. Und dann mache ich immer Rama Creme Fine, vielleicht mit ein bisschen Kräuterfrischkäse. Das vermische ich mit dem Gemüse, es wird mit Käse überbacken. Fertig. Also echt gar keine große Kunst. So, dann habe ich noch einmal Rosenkohl mitgenommen. Nehme ich alles immer ganz gerne TK, weil nur weil ich euch so die Reihenfolge vorlese, heißt ja nicht, dass ich das dann in dieser Reihenfolge koche und ich will halt nicht, dass mir was kaputt geht. Und da ist es immer ganz praktisch und in der Truhe, man kann es sich halt auch schön portionieren, gell? So, noch einmal Brokkoli durfte mit. Das waren jetzt die Tiefkühlsachen und jetzt gucken wir mal, ob da überhaupt Platz in der Truhe ist. Das ist immer so eine Sache. Ja, da fängt es nämlich schon an. Jetzt muss ich erstmal alle Kartons hier aufreißen. Ach Mensch. So. Ich habe überlegt, wenn ich schaffe, ob ich euch als Entschuldigung wegen dem Sonntagsvideo diese Woche 4 Videos raushaue. Aber ich muss mal gucken. Ich muss jetzt echt erstmal wieder so in meinen Flow reinkommen. Wir hatten ja die letzten 2 Wochen Ferien und seit heute nicht mehr.
Genau, da muss ich jetzt erstmal gucken, dass ich wieder alles unter den Hut kriege, weil die ganze Zeit war es auf dem Food Hall halt hier alles vorgedreht. Und da musste ich nur Instagram machen. Ja, ich gebe mein Bestes auf jeden Fall. So, wann muss ich gucken? Ja, die kann ich auch da oben reinmachen. Muss nur noch das Gemüse unterbekommen hier. Ach, Mensch, ey. So. Gut, und das noch. Komm schon. Ja, gleich. Oh mein Gott. Geschafft. Gerade so, hey, mehr hätte es nicht sein dürfen in der Tat. Das machen wir jetzt mal an die Seite. Gut, dann geht's weiter mit den restlichen Kühlprodukten. Ich habe mal Fruchtzwerge mitgenommen, die waren im Angebot für 2,22 €. Sind diese großen Becher. Dann habe ich wieder für die Kleinste mitgenommen, mal wieder Suppenmaultaschen. Sie isst sie einfach total gerne und ja, dann soll sie die haben, gell? Für den Sohnemann habe ich auch noch was mitgenommen, war nämlich im Angebot Curry King. Ich kann euch nur leider nicht mehr sagen, was es gekostet hat. Vielleicht 1,69 € oder so, aber sicher bin ich mir nicht. Ja, da ist dann schon der Kräuterfrischkäse, von dem ich eben geredet habe. Dann habe ich zweimal so Frischkäse mitgenommen. Wir essen nämlich im Moment total gerne Bagels. Habe ich euch, glaube ich, auch letzte Woche schon gesagt, gell? Bagels mit Frischkäse, Tomate und viel Rucola. Vielleicht noch so ein bisschen Tomatengewürz über den Frischkäse. Oh mein Gott, das ist so, so mega lecker. Genau, das hat Frischkäse. Dann habe ich einmal geriebenen Mozzarella für den Blumenkohlauflauf eingekauft. Einmal, huiuiui, so eine XXL-Packung Spätzle. Ich brate da immer nur so Zwiebelchen an und dann kommen die Spätzle dann schon mit rein. Mache ich mit Butter, damit es so einen schönen buttrigen Geschmack gibt. Ja, dann würze ich das nur noch so ein bisschen mit Salz, Pfeffer und Petersilie kommen da noch dran. Fertig tatsächlich. Also wir essen das total gerne und dazu einfach nur einen Salat. Mehr braucht man tatsächlich nicht. Ist sehr, sehr lecker. Haben wir auch tatsächlich, wenn wir gegrillt haben, schon diese Spätzle einfach schnell noch angebraten. Ja, dann wurde mal wieder Knoblauchbaguette bestellt. Es gab aber nur noch Kräuterbaguette und dann habe ich ja das zweimal mitgenommen. Ach, da oben sitzt so eine Motte. Ich dachte gerade, da sitzt eine Spinne. Ihr wisst ja, da bin ich ein bisschen empfindlich, gell? So, wie immer, streichzarte, ungesalzene Butter. Und zum Schluss von den Kühlprodukten Cremosano mal wieder. Yes, das war Körbchen Nummer 1 und ist somit leer. Zack, ab an die Seite mit. Dann geht es weiter mit Obst und Gemüse. Da habe ich gar nicht so mega viel wieder mitgenommen, weil wir einfach noch genug da hatten. Und ich gehe lieber noch mal los und kaufe es frisch nach, wie das mir irgendwas kaputt geht. Hatten wir in der Vergangenheit auch schon. Und ich sage euch mal ganz ehrlich, das war früher wirklich so, dass ich dachte, oh, ich habe nicht genug eingekauft, ich muss noch mehr kaufen, ich drehe ja schließlich ein Food Hall. Wisst ihr, das ist einfach totaler Quatsch. Wer sich's angucken will, der guckt sich so oder so an, die Food Halls. Ja, keine Ahnung, aber es ist tatsächlich wirklich schon vorgekommen, dass man mehr holt, nur weil man einen Hall dreht. Ich rede jetzt nicht nur von Food Hall, sondern auch Rossmann Hall, DM Hall und so weiter. Und ich habe da auch schon mit anderen Influencern gesprochen und tatsächlich war das bei denen genauso. Das ist traurig, aber wahr, man gibt Geld aus für Dinge, die man ja eigentlich gar nicht unbedingt bräuchte. Und damit habe ich aufgehört. Ja, weil es ist Quatsch, ne? Wie gesagt, lieber gehe ich nochmal los und in der Regel, wenn ich am Wochenende einkaufen gehe und noch ein paar Kleinigkeiten hole, dann zeige ich euch die immer bei Instagram, weil ein Video wird sich da absolut nicht lohnen, ne? Da, ja, ist der Aufwand einfach viel zu groß, ne, für so ein Video, aber nur, dass er da die Hintergründe kennt, lieber gehe ich zweimal die Woche einkaufen, ja, wie das halt irgendwas schlecht wird, ne? So, Cherry-Tomaten dürfen auch noch mit und dann habe ich zwei Salatgürkchen geholt, die waren im Angebot für 66 Cent. Dann einmal Kartoffelchen duften auch noch mit. Und Erdbeeren. Jawohl. Genau. Dann habe ich mitgenommen noch ein paar Bananen. Eine einsame Paprika durfte noch mit. Und einmal Rucola. Ja, für die besagten Bagels, die ich leider bei Lidl nicht bekommen habe. Da muss ich dann nochmal los. Oh, probiert das aus, das ist echt so lecker. So, da habe ich dann noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal Tomaten. Gut, damit ist dieses Körbchen in der Tat
auch schon leer. Es ist verrückt. Oh Gott. Übrigens, ihr dürft euch nicht wundern, wenn ich im nächsten Video genauso aussehe wie jetzt. Liegt daran, ich bin nebenbei am Vloggen, beziehungsweise bis jetzt habe ich noch eine Minute zusammen. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall gleich im Anschluss noch weiter vloggen. So, wir kommen schon zur letzten Tüte. Da habe ich natürlich mal wieder diese Cornflakes damit genommen. Irgendwie waren die immer noch im Angebot für 1,59 €. Ja, gut. Einmal eingekauft hier. Dann wieder diese Kartoffelknödel halb und halb. Bei Lidl gibt es die gar nicht mehr. Da gab es doch immer dieses Pulver, ne, was man da mit Wasser anrühren musste. 10 Minuten stehen lassen, dann konnte man die formen. Die gibt es irgendwie nicht mehr. Und deshalb, ja, habe ich dann die hier mitgenommen. Dann durfte mit für die Kleinste diese Mais-Snacks. Die habe ich jetzt echt schon wieder länger nicht mehr eingekauft. Und dann habe ich uns noch solche Toasties mitgenommen. Die hatte ich früher immer da. Und irgendwie in letzter Zeit gar nicht mal so wirklich auf dem Schirm gehabt. Das sind jetzt diese Meerkorn-Toastbrötchen. Und die sind echt richtig lecker. Von den Kalorien her gehen sie eigentlich auch noch. Da hat eins 133 Kalorien. Und wenn man sich da einen Spiegel oder ein Rührei drauf macht, auch super lecker. Dann habe ich wieder so einen Dinkel-Sandwich-Toast eingekauft. Corny-free. Die werden ganz gerne immer mit in die Schule genommen. So, für Hühnerfrikassee habe ich noch Champignons mitgenommen. Auch die war im Angebot, ich glaube, für 99 Cent. Dann habe ich für den Sohnemann diese zwei Nudelcups wieder mitgenommen. Auch die war im Angebot, ich glaube, aber nur mit der App, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin. 79 Cent. Das sind die Nudelcup mit Curry. Genau, ich hatte auch schon die mit Black Pepper and Chili, glaube ich, war das. Da hat er gesagt, hol die nie wieder. Die haben mir weggeschmeckt. So, Jodsalz durfte auch noch einmal mit. Ganz wichtig, ist mir fast ausgegangen. Dann habe ich 1 Kilo Reis noch mitgenommen. Zweimal Sahne durfte noch mit. Dann habe ich einmal Gemüsebrühe. Und was haben wir noch Schönes? Ach ja, genau. Von Müller Thurgau habe ich jetzt noch so einen trockenen Weißwein mitgenommen. Extra noch eine kleine Flasche, weil ich wirklich nur ein klein wenig brauche für das Hühnerfrikassee. Genau, und bevor es jetzt wieder gestänkert wird hier, oder bevor gestänkert wird, die Kleine ist eh kein Hühnerfrikassee mehr, also die ist da nicht mit. So, dann habe ich hier uns mal wieder Energies mitgenommen. Hatte ich jetzt schon länger nimmer. Ihr wisst ja, eigentlich trinke ich die von Holy, aber manchmal irgendwie brauche ich auch den Bullshit. Keine Ahnung. Auf jeden Fall 2, 4 Stück insgesamt. Und dann habe ich mir noch was mitgenommen. Ist der eigentlich, nee, der ist nicht free, gell? Da muss ich warten bis später. Und zwar The White Edition Kokosblaubeere. Das ist irgendwie so mein Liebling, der und Kaktusfeige Red Bull. Genau, war im Angebot für 89 Cent. Ne? Nagelt mich da nie ganz fest drauf. Ich habe es nicht so mit alle Preise merken. Auf jeden Fall war das tatsächlich, ja, unser Wocheneinkauf für diese Woche. Nächste Woche wird es bestimmt wieder ein bisschen mehr, weil ich gerade wieder in einer geheimen Mission unterwegs bin. Was kann ich leider nicht sagen? Ja, hört sich jetzt auch blöd an. Jetzt habe ich euch die Nase lang gemacht. Aber ich kann es halt jetzt öffentlich nicht sagen, weil diese Person guckt meine Videos und das ist ja auch doof. Ne? Genau, auf jeden Fall muss ich nächste Woche mehr einkaufen, weil ich ein bisschen was vorbereiten muss. Und jetzt sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Ich vlogge direkt im Anschluss jetzt weiter. Jetzt wünsche ich euch erstmal eine wunderschöne Woche. Genießt das Wetter, solange es noch so ist. Ja, ansonsten, ihr wisst, Däumchen nach oben, da freue ich mich immer sehr drüber. Ihr dürft mich natürlich auch gerne abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Und hier unten in der Kommentarspalte, da freue ich mich auch immer, wenn was Liebes steht. In diesem Sinne, bis ganz bald, ihr Lieben. Ciao.